Winnie Madikizela Mandela ist tot. Die südafrikanische Kämpferin gegen die Apartheid starb nach Angaben eines Familiensprechers nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren. Bereits im Januar sei sie wegen eines Problems mit den Nieren in eine Klinik eingeliefert worden. Nach der Inhaftierung ihres späteren Ex-Ehemannes Nelson, des späteren ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas, im Jahr 1964, setzte sich Winnie Mandela unermüdlich für seine Freilassung ein und trat selbst als Gegnerin der Rassentrennung auf. Auch sie wurde eingesperrt. In den 90er Jahren wurde sie wegen Misshandlung von Jugendlichen verurteilt. Es folgte eine 6-jährige Gefängnisstrafe, die später in eine Geldstrafe und Bewährung umgewandelt wurde. Auch ihr Umgang mit Finanzen sorgte für Schlagzeilen. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ehrte die Verstorbene in einem Statement als stärkste Frau im Kampf gegen die Apartheid. Südafrika habe eine Mutter, eine Großmutter, einen Freund verloren. Ein gigantischer Baum sei gefallen. Ein offizieller Gedenkgottesdienst ist ihm zufolge für den 11. April angesetzt, ein Staatsbegräbnis für den 14. April.